I've learned to slam on the brake before I even turn the key. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog meinerseits. Heute geht es nach London mit dem guten Mick, Costa und Mara. Und Horrorkissen ist, glaube ich, auch noch dabei. Es wird ziemlich cool werden. Ich nehme euch ein bisschen mit durch die Tage. Mal schauen, was wir so erleben. Wir haben es endlich zum Flughafen geschafft. Yay! Yes! Und jetzt fliegen wir dann gleich irgendwann los. Ja, trotz Turbulenzen und Verpassungen. Aber wir haben es doch irgendwie geschafft. Nicht 5 Tage ohne Musik. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Wir sind jetzt in London angekommen. Costa. Und die Mara ist noch da und der Mick ist irgendwo da hinten und die Landung war gefühlte 80 Millionen km/h. Aber wir haben es geschafft. Ja, da kommt noch Mick. Und ja, mal gucken, was es heute noch so geht. Ich nehme euch mit. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. Leute, guten Morgen aus London. Ich befinde mich hier gerade noch in meinem Hotelzimmer, was man hier noch im Hintergrund sieht. Und ja, ich wollte euch nur nochmal erzählen, was heute so ging und was gestern noch so ging. Und einfach noch so ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist. Und ich musste darauf achten, in die Linse zu gucken und nicht auf den Bildschirm. Gestern waren wir einfach noch entspannt essen bei The Real Greek. War ziemlich, ziemlich lecker, muss ich sagen. Es gab, was hab ich gegessen? Ich glaube, Meatballs mit Reis und Tomatensauce selber gemachter, also hausgemachter. Übelst lecker. Und dann haben wir noch ein bisschen geschnackt, haben die Kissen noch getroffen, die auch im selben Hotel sind. Wir sind alle im selben Hotel. Ein bisschen far off von London, also von der Innenstadt. Aber immer noch so zentral, dass man eigentlich alles erreichen kann. Und heute ist auch ein ziemlich cooler Tag. Wir schauen uns heute Dear Evan Hansen im Musical an, gegen Mittag, Nachmittag. Und am Abend geht es dann zu Frozen 2, den ich, by the way, noch nicht gesehen habe, in die 4DX-Version von Frozen 2 ins Kino. Und ich bin mega, mega gehypt. Weil es ja so mit wackelnden Sitzen und alles mögliche, also man hat da irgendwie Schneeeffekte und sonst was. Und es soll auch richtig gut sein, weil es eben nicht nur so 5-Minuten-Filme, wie man es halt kennt, sondern ein ganzer Film in 4DX, was ziemlich cool ist. Und ich war gerade noch duschen, deswegen sind meine Haare noch ein bisschen nass. Und jo, mal sehen, wie das so wird. Ja, wir laufen gerade durch einen riesengroßen Buchladen. Das ist einfach richtig heftig. Der hat einfach so 5 Etagen. Und ich bin auf jeden Fall mega beeindruckt. Hier hat auch der gute Mick sein Buch geschrieben. Und ja, super cool, das mal zu sehen so. Und es ist auch einfach das Paradies für jeden, der Bücher mag. Ich bin gerade an einem Ort, der ist ziemlich magisch. Dennis ist auch noch am Start. Und warte, hinter mir. Ihr seht, das ist das Harry Potter and the Cursed Child Theater, da wo es, glaube ich, original aufgeführt wurde. Super, super cool. Ich zeig das nochmal von der anderen Seite. Ja, wir haben jetzt die Evan Hansen gesehen und es war einfach... Wir sind alle komplett kaputt. Anja ist kaputt, Mick ist kaputt, einfach alle komplett dead. Aber war auf jeden Fall super, super gut. Also die Leistung einfach nur absurd. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so auch berührt, weil... Hätte ich aber nicht gedacht, dass mich das so auf so einer Ebene erreicht, aber extrem gut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Voll gut. Morgen aus London, heute dann Tag 3 der Reise. Wir haben heute Donnerstag und gestern war einfach nur übertrieben krass voller Tag. Ich habe dann auch am Ende, als wir Frozen geschaut haben und danach wieder gefilmt, wir waren dann noch in einem Club, den Mick mir zeigen wollte, beziehungsweise uns zeigen wollte, und sind dann auch relativ spät erst nach Hause. Aber ich habe noch die Tower Bridge gesehen, das hat mich gefreut. Und genau. Ich habe jetzt auch beschlossen, also entweder kommt das Video heute, dann seht ihr das auch noch heute, logischerweise. Und dann nehme ich praktisch nur die 2,5 Tage mit rein, oder ich nehme den heutigen Tag voll mit rein. Wir schauen nämlich heute noch das ein Jukebox Musical, ich glaube, irgendwas mit Juliet, also Romeo und Julia anders aufgelegt oder sowas, oder mit einem anderen Ending und mit bekannteren Stücken und so weiter, also die es schon gibt und keine neuen Lieder. Die Leute, die sich auskennen, wissen es vermutlich. Die Evan Hansen war einfach nur insane gestern, also ich fand's wirklich übertrieben gut und übertrieben genial, also schauspielerische Leistung komplett on top. Und bei Frozen 2 4DX war auch ziemlich cool, muss ich sagen, hat mir echt gefallen. Der Film war irgendwie wie gemacht für 4DX, also man hat halt
alle möglichen Effekte genutzt, die eben bei 4DX zu finden sind. Also ob das Wind ist, ob das Wasser ist, ob das Schnee ist, Seifenblasen, Bewegung, alles Mögliche. Der Film war auch so actionreich, dass es sich eben gelohnt hat. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken so, aber war ziemlich, ziemlich cool. Und jo, heute dann relativ entspannt. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken und dann eben am Abend zum zweiten Musical. Und morgen dann Come From Away, glaube ich. Auch ein ziemliches dramatisches Musical. Aber nach Dear Evan Hansen konnten wir uns nicht noch ein dramatisches direkt danach gönnen. Ja, das ist so der Plan für heute. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Ich habe letztendlich noch nie so krasse Weihnachtsdeko gesehen. Guckt euch das einfach an. Das ist einfach überall und alles geschmückt. Und da ist ein riesengroßer Weihnachtsbaum. Und das ist einfach nur so ein Teil von der London Weihnachtsdeko. Ich bin komplett begeistert. What the fuck? Leute, ich habe finally meinen Lieblingsladen gefunden. Der Nimbus 2001. Und da gibt's ganz viele Harry Potter Kuscheltiere und da gibt's Irrwichte und da gibt's Harry Potter Stuff und da gibt's einfach eine Alraune, die man rausziehen kann und dann macht die. Ja, dieser Laden ist einfach der Traum für alle Nerds, Potterheads und alles, was dazugehört. Also es gibt wirklich alles. Literally alles. Es gibt Niffler, es gibt sogar das Creature Kuscheltier. Ja, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin ein bisschen dumm, aber es macht Spaß. Und da ist noch Boris da und Mick. Und hier gibt's noch dieses Bild und den Hogwarts-Letter. Love it! Ich habe gerade erfahren, es gibt noch eine zweite Etage und ich bin absolut begeistert. Einfach noch mehr Harry Potter-Merch. Soweit das Auge reicht. Okay, da hinten ist Hobbit-Merch, aber hier ist Harry Potter. Und da ist das Zauberschach. Love it!